Rund 15,6 Millionen Wähler sind zur Stimmabgabe zur australischen Parlamentswahl aufgerufen. Die beiden stärksten Kontrahenten, Malcolm Turnbull und Bill Shorten, haben ihre Stimmen schon abgegeben. Laut Vorhersagen wird es eine knappe Entscheidung zwischen dem konservativen Premierminister Turnbull und Shorten, dem Kandidat der oppositionellen Labour-Partei. Möglicherweise wird eine Koalition mit kleineren Parteien zur Regierungsbildung notwendig sein. Umfragen zufolge will rund ein Viertel der Wähler nicht für die Regierungspartei oder Labour stimmen, sondern für die Grünen oder andere Parteien. Hier am Bondi Beach in Sydney scheinen sich die Wähler allerdings einig zu sein. Ich habe das Gefühl, dass Turnbull heute gewinnt. Ich glaube, viele wollen Stabilität in Australien, besonders wegen dem, was in der Welt gerade passiert. Die Leute machen sich Sorgen über das Great Barrier Reef und unsere Umwelt, aber leider ist die konservative Partei bei solchen Sachen kein Vordenker. Trotzdem glaube ich, dass die Australier mit ihnen auf Nummer sicher gehen werden. Die vergangenen Jahre in der australischen Politik waren turbulent. Seit 2013 gab es 4 verschiedene Regierungschefs. Bleibt abzuwarten, wie sich die Australier heute entscheiden werden.